Bitte halt an, Dennis, fahr zurück. Komm schon, mach, fahr zurück, Dennis, fahr zurück. Was ist denn? Ich will ihn mir ansehen, fahr zurück, ja, bitte. Ist ja gut. Bitte, richtig, na los. Ich fahr schon. Ich bin George LeBay. Arne Cunningham. Was wollen Sie für den Wagen? Ich meine, was immer Sie sagen, ich gehe drauf ein. Sie heißt Christine. Nein, du wirst diesen Wagen ganz sicher nicht behalten, das kannst du mir glauben. Er hatte den gleichen Gesichtsausdruck, den mein Bruder immer hatte. Vermutlich hat mein Bruder in seinem verpfuschten Leben nichts mehr geliebt als dieses Auto. Keiner konnte diese Liebe zwischen ihm und Christine zerstören. Wer es versuchte, der war dran. Nein, ich habe alles mit euch besprochen, was ich je gemacht habe, alles. Immer wird ihr so schön und ehrlich abgestimmt. Und wenn ich was möchte, dann werde ich einfach überstimmen, 2-1. Aber heute gibt's keine Abstimmung. Ich habe den Wagen gekauft und Schluss. Hab keine Angst. Hab ich aber. Ich hab Angst um dich, Mann, was aus dir geworden ist durch diese verfluchte alte Karre. Was weißt du über dieses Auto? Die können uns nichts mehr tun. Nicht, wenn wir zusammenhalten. Was ist denn los, Mickey? Bist du okay? Werd bloß dieses Auto los. In das steige ich nie mehr ein. Ich dachte immer, Mädchen sind auf andere Mädchen eifersüchtig, nicht auf Autos. Dieses Auto ist eins. Dieser verdammte Wagen! Sie wunderbar sein und dieses Gefühl haben wir. Wenn jemand an dich glaubt, dann kannst du alles auf dieser verfluchten Welt tun, was du willst. Das Gefühl hast du also bei Lee? Was? So ein Quatsch? Nein! Ich spreche von Christine, Mann! Kein Scheißer kommt zwischen mich und Christine! Fass mich nicht an, du Miststück! Das ist doch genau das, was du gewollt hast! Geh weg von hier! Geh weg von hier!